Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Afghan ist an mit Ihrem Moderator Kais Sazai. Das Ziel des Lebens ist Selbstentfaltung, seine eigene Natur vollkommen zu verwirklichen. Dafür ist jeder von uns da, sagte Oscar Wilde. Was aber, wenn die Umstände für eine Selbstentfaltung nicht gegeben sind? Wenn wir nicht mehr in unserer gewohnten Umgebung leben, der gewohnten Kultur, den Sitten, der Bräuche, der Sprache, all das, was uns definiert, wenn wir nicht mehr in so einer Situation leben, was dann? Es ist ein Stück weit ein Luxus, wenn man in einem Umfeld aufwächst, der einem dazu verhelfen kann, seine eigene Persönlichkeit frei entfalten zu können. Sollte dies aber nicht der Fall sein, dann kann die eigene Identität darunter leiden. Und genau damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Afghan ist an. Identität, ein Leben zwischen unterschiedlichen Normen und Werten ist unser Thema und das sind unsere Gäste. Zum einen die Frau Maivandi. Schön, dass Sie heute gekommen sind. Vielen Dank. Zum anderen den Herrn Karimi habe ich heute auch eingeladen. Herzlich willkommen. Und den Herrn Busch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gut, bevor ich direkt in das Thema einsteige, möchte ich gerne meinen Gästen die Option geben, sich vorzustellen. Und ich würde sagen, Ladies first, dann Frau Maivandi, stellen Sie sich doch ganz kurz vor. Vielen Dank. Also, ich heiße Sarah Maivandi und ich bin 24 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan. Also ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und ich studiere Lehramt, bin im Master und mit den Fächern Deutsch und Englisch, genau. Was kann ich noch erzählen? Ja, fürs Erste war es das eigentlich. Und Herr Karimi, Sie können ja direkt anknüpfen. Ja genau, auch ich bin in Afghanistan geboren, bin 37 Jahre alt. Wir sind mit der Familie 1992 aus Afghanistan geflüchtet, sind hier so 1994 angekommen. Ja, hier bin ich dann weiter zur Schule gegangen und heute bin ich Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster für das Fach Islamische Philosophie und Mystik. Also ich sollte Sie eigentlich nicht Herr Karimi nennen, sondern Professor Karimi, denn ich habe erfahren, Sie haben vor kurzem Ihren Professortitel bekommen. Ja. Ich gratuliere Ihnen. Vielen Dank. Und ja, dann machen wir direkt weiter mit dem Herrn Busch. Ja, mein Name ist Ludwig Busch. Ich bin gebürtiger Hamburger, ich bin 55 Jahre alt und ich arbeite hier in Hamburg mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und auch mit Familien, die in Erstaufnahmeeinrichtungen und Folgeeinrichtungen leben. Okay, super. Ja, die Kennenlernrunde haben wir jetzt überstanden. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar würde ich gerne wissen, wie wichtig ist die Identität für einen Menschen? Und wer möchte gerne die Frage als erstes beantworten? Also ich kann sagen, wie wichtig Identität für mich ist. Mhm. Für mich ist es eine Art Selbstbekennung. Ein Teil meiner Identität, der größte Teil meiner Identität, den mache ich aus meiner Religion aus. Und dafür habe ich dann auch vor circa 3 Jahren mit dem Kopftuch angefangen. Mhm. Gegen den Willen meiner Eltern, wie viele jetzt nicht denken würden. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch wissen sollte, für was er sich selbst, für was er sich hält oder was er aussagen möchte. Mhm. Andernfalls kommt das auch zu Problemen im Verhalten. Das heißt, wenn ein Mensch nicht weiß, wer er ist oder was er möchte, dann, dann entstehen meiner Meinung nach Alltagsprobleme, Beziehungsprobleme und Beziehungen in der Arbeit. Man kann unzufrieden werden. Identität ist auf jeden Fall das, was den Menschen ausmacht. Okay. Was würden Sie sagen, was passiert, vielleicht Sie, Herr Busch, Sie sind ja Sozialpädagoge, was denken Sie, was passiert, wenn die eigene Identität anfängt zu bröckeln oder wenn sie anfängt, unter den Umständen zu leiden, in der eine Person oder ein Mensch lebt? Ich glaube, solch eine Situation kann Menschen krank machen. Ich glaube, dass wenn man sich so weit zurücknehmen muss, mit Bekleidungsvorschriften, mit Haltung, mit Einstellung, ich glaube, das kann dazu führen, dass man eben seine Identität verliert und nicht mehr sich selbst ist. Und sowas ist, denke ich, krankmachend. Das sehe ich in einigen Fällen in meiner Arbeit, wenn junge Menschen hierher kommen und auf einmal ganz andere Wertehaltung hier vorfinden und mit denen gar nicht zurechtkommen und versuchen jetzt, weil sie sich ja hier eingliedern wollen, relativ krampfhaft Wertvorstellungen zu übernehmen. Das kann nicht gut gehen. Das macht was mit der Identität. Verändert Identität und kann im schlimmsten Fall krank machen, ja. Okay. Herr Karimi, sind Sie schon mal auf Hindernisse gestoßen? Ich meine, Sie haben ja den Heiligen Koran übersetzt, Sie sind Professor an der Universität. Gab es Situationen, wo Sie auf Hindernisse gestoßen sind und angefangen haben, an sich selbst zu zweifeln? Ja, eigentlich schon immer.
Aber das auch schon in Afghanistan. Also es ist nicht so, dass wir erst dann mit Fragen konfrontiert werden, die unsere sogenannte Identität auch betreffen. Das kann überall geschehen. Ich halte das gar nicht für so schlimm. Also ich halte das sogar für sehr wertvoll und herausfordernd, weil wir daran wachsen können. Und ich halte es für schwierig, dass wenn wir von einer Art, wie soll man sagen, eine feste, gefahrene Identität ausgehen, also würde man wissen, wer man ist. Ja. Also Sie haben so schön gesagt haben, es ist unglaublich wichtig, und da bin ich voll Ihrer Meinung, dass wir, es ist sehr wichtig im Leben zu wissen, woher man kommt, wer man ist, wofür man steht, was für einen Weg man geht, welche Wünsche man hat. Da bin ich genau Ihrer Meinung. Aber es ist nur schwierig, wenn Sie mich fragen würden, wer bist du? Dann würde ich anfangen, viel Ihnen zu erzählen, und am Ende bin ich morgen ein anderer. Meine Wünsche ändern sich, meine Haltung verändert sich, je nachdem, welche Musik ich höre, welches Buch ich lese, was ich esse, welche Menschen ich begegne. Insofern ist es, glaube ich, förderlicher, dass wir auch diesen Begriff der Identität, dieses Selbstsein etwas dynamischer gestalten, also mit Offenheit durch die Welt laufen und auch empfänglich sind, dort auch uns selbst zu verändern, zum Guten zu verändern. Also Werte, wenn einem das vorgeschrieben wird, das kann nie gut sein, wie Sie so schön sagen, aber es ist viel schöner, wenn man die Werte, von denen wir überzeugt sind, so überzeugend auch vermitteln, dass der andere auch diese Werte für sich auch als eigen annehmen kann. Und wenn wir so weit sind, dann kann das, glaube ich, gut sein. Aber das kann ich mir als ziemlich schwierig vorstellen. Ich meine, als perfektes Beispiel, die Frau Maybandi, sie ist Kopftuchträgerin und ich glaube nicht, dass sie überall mit offenen Armen empfangen wird. Ja. Und das ist ein Teil ihrer Persönlichkeit. Wie soll sie Menschen immer wieder von sich überzeugen? Ich glaube, das ist gar nicht das Problem von ihr, wenn ich das über sie in ihrer Gegenwart reden darf, sondern das ist ja ein strukturelles Problem. Wir haben einfach ein strukturelles Problem, dass wir mit Begebenheiten, mit Phänomenen schlecht umgehen können, die uns in gewisser Weise fremd sind. Und dann macht sie, also weil ich auch sehr viele Menschen kenne und begegnet bin und befreundet bin, die ein Kopftuch tragen, die sehr gut empfangen werden. Und ich glaube, im Grunde genommen, das dürfte sie gar nicht interessieren, ob jemand sie gut oder schlecht empfängt, wie ich auch nicht daran denke, wie sie meine Haare finden, sondern das gehört zu mir. Wie sie auch, das ist ihre religiöse Identität. Gerade das ist ja das Schöne an Religion. Sie müssen niemandem beweisen, dass sie ein Muslimer sind, sondern das gehört zu ihrer eigenen Haltung, was ich bewundere. Und gerade dann, wenn sie dann angegriffen werden, angefeindet werden, das ist niemals schön. Aber es ist auch wichtig zu wissen, wie kann ich mich vermitteln? Ich glaube, ein Problem von uns Muslimen, wenn ich so grob reden darf, in Deutschland, ist ja, dass wir noch nicht die Sprache gefunden haben, über unsere Religion so zu reden, dass es Sinn macht. Wir müssen niemanden überzeugen, zum Islam bekehren, das ist sinnhinfällig, aber zumindest so über seine eigene Religion sprechen und Religion so zu leben, dass der andere uns nicht für verrückt erklärt. Gehen wir mal von dem Aspekt der Religion auf einen anderen Aspekt, und zwar, nehmen wir mal jemand, also jetzt nicht komplett losgelöst von der Religion, jemand ist anders, kleidet sich anders oder frisiert sich anders, wie Sie das vorhin erwähnt haben, und hat nicht dieses Selbstbewusstsein, was Sie eben erwähnt haben, dass man sich gar nicht darum kümmert, was andere über einen denken. Ich glaube, in dem Fall kann es ja in die Richtung gehen, dass man anfängt, wirklich darunter zu leiden. Wie soll man in so einer Situation damit umgehen? Ich denke, gerade bei Jugendlichen, die aus einer ganz anderen Kultur zu uns kommen, die in der Pubertät sind, ich denke, da sind diese Schwierigkeiten besonders stark anzutreffen, weil die ja gerade noch auf dieser Sinnfindung sind. Mhm. Ne? Und die sind in solchen Konflikten, die zum Teil ganz, ganz schwer aufzulösen sind. Sie sind zum Teil tief religiös, sehen aber auch, dass hier ganz andere Werte gelebt werden. Ja. Und das führt zu inneren Konflikten, zu Zerrissenheiten. Und das macht es besonders schwer, hier wirklich anzukommen. Andersrum ist es genauso schwer, finde ich, weil es gibt auch viele Jugendliche und Flüchtlinge, die herkommen und die für religiös abgestempelt werden und das eigentlich gar nicht sind. Mhm. Also sobald jemand aus Afghanistan kommt oder aus einem islamischen Land, dann ist das gleich der Muslim überhaupt und die Gefahr überhaupt. Und da sind viele, auch Kopftuchträger, die das Kopftuch kulturellen Gründen tragen. Und da ist das Problem mit der Identität. Viele Menschen, die auch etwas als etwas, wo die Identität aufgestempelt wird. Das ist jetzt so interessant gewesen, weil du meintest, was ist, wenn jemand gar nicht das Selbstbewusstsein hat, sich auszudrücken, aber dann, weiß ich nicht, angegriffen wird. Und das finde ich interessant, weil ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich trage Kopftuch auch seit 3 Jahren.
Aber vielleicht, weil ich als integriert gelte, weil ich studiere, weil ich hier relativ in gemischten Kreisen rumgehe, werde ich noch akzeptiert. Aber es gibt auch viele, die tragen Kopftuch und werden angegriffen, können sich nicht wehren. Und die haben dann die Identitätsprobleme, nicht Menschen wie ich. Ja. Ist das wirklich so? Weil das wird mich interessieren. Sie tragen Kopftuch, Sie sind in der Schule. Ja. Und es gibt ja gerade die Diskussion in Deutschland, Kopftuch tragende Lehrerinnen. Ja. Was für Erfahrungen machen Sie damit in der Schülerschaft und in der Elternschaft? Ja. Ist das wirklich so akzeptiert? Zunächst einmal arbeite ich noch nicht aktiv in der Schule. Ich bin eher über Praktika und über das Studium noch nicht ganz an die Schule herangetreten. Habe aber auch schon gehört, dass da Probleme auf mich zukommen werden. Ich weiß auch, dass da eine Kopftuchdebatte darum war, dass Lehrerinnen mit Kopftuch halt nicht unterrichten sollen. Ich habe aber, bevor ich das angefangen habe, Kopftuch zu tragen, habe ich mir diese Gedanken schon gemacht. Und ich habe mich entschieden dafür, dieses Opfer für meine Identität und für meinen Glauben auf mich zu nehmen. Und dachte mir, sollte ich es nicht schaffen, mit meinem Kopftuch diese Tätigkeit zu machen, dann ist das nicht die richtige für mich. Das war die Reihenfolge, in der ich gedacht habe. Ich habe nicht gedacht, dass ich eine Arbeit mache oder irgendwie mit Menschen zu tun habe und sich dann, je nachdem, meine Meinung oder meine Haltung anpasse. Das ist wichtig, dass ein Mensch weiß, wer er ist und was er will, damit er dementsprechend auch mit solchen Konflikten klarkommt. Und dann habe ich mir gedacht, sollte ich irgendwann mich an Schulen bewerben und Lehrerin sein wollen, dann werde ich nur an dieser Schule wahrscheinlich genommen, die das auch akzeptiert, und dann fühle ich mich ja auch wohl da. Also, aber das ist keine Angelegenheit der jeweiligen Schule, sondern es gibt Gesetzeslage. Ja. Und da sind wir auf der guten Seite, zum Glück, nach dem großen Kampf von Frau Ludin, die sich dafür wirklich geopfert hat. Mhm. Also da sehe ich das wirklich positiv, weil ich selbst auch über hunderte von Studierenden habe, die islamische Religionslehre an den Schulen unterrichten werden. Ja. Und sie sind Kopftuchträgerinnen auch. Und also ich mache meine Arbeit ja nicht umsonst. Wenn ich hunderte von Studierenden habe, die selbstbewusst sind, selbstbestimmt den Kopftuch tragen, dann werde ich dafür kämpfen. Mhm. Und zwar, dass sie in jeder Schule aufgenommen werden, weil das ihr Recht ist. Und ich glaube, das ist fatal auch, wenn sie anfangen würden, sich selbst zu wehren. Seit wann können Minderheiten sich selber wehren? Wir leben in einem Rechtsstaat. Und dieser Rechtsstaat hat die Grundaufgabe, gerade für die Minderheitsmeinungen, sich stark zu machen. Wir haben Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit. Und das ist ja kein Privileg, dass sie sich dafür danken müssen, dass sie sagen, ja, ich bin dankbar, sondern wir sind dankbar, dass wir eine Verfassung haben in Deutschland, die gerade ihre Rechte sichert. Und dafür müssen wir, glaube ich, auch kämpfen, dass die verfassungsgemäße Lebensart in Deutschland, wie es auch vorgesehen ist, dass das auch ein Lebensart ist, wo sie sich auch wohlfühlen. Ja. Dass wir nicht anfangen, wenn wir dies zum ersten Mal sehen, sie auf ihr Kopftuch reduzieren und sagen, na, wie fühlen sie sich? Sondern meine erste Frage war, als ich sie gesehen habe, was studieren sie? Ja, also was machen sie? Wie kamen sie darauf, Deutsch und Geschichte zu studieren? Was bewegt sie da an diese? Das sind viel interessantere Aufgaben, Fragen, als sie es auf irgendein bestimmtes religiöses Symbol zu reduzieren, was sie gar nicht sind. Ich habe dieses typische Bild im Kopf von ich gehe mal jetzt von einer afghanischen Familie aus, die könnten auch aus Ägypten sein, Syrien, egal wo. Die kommen neu nach Deutschland. Und also das ist eine Familie, Eltern, Kinder, kommen neu nach Deutschland. Das Erste, was ihnen widerfährt, Kulturschock. Die leben in einer Umgebung, die sie absolut nicht kennen, mit teilweise zu viel Freiheit. Und die Eltern könnten auch gebildet sein, könnten genau wie Sie zum Beispiel ein Professor an der Uni sein oder Lehrer sein oder sonst wie. Kommen nach Deutschland und was ist, die können nichts machen. Fängt da nicht schon mal das erste, ist das nicht schon mal das erste Problem? Was heißt, wenn Sie sagen, dass Sie nichts machen dürfen? Was also, die kennen nicht die Sprache auch nicht deren Zertifikate, Abschlüsse, werden nicht akzeptiert. Was dann? Ich meine, ich könnte mir das vorstellen als ein Akademiker, wenn ich irgendwo anders bin, dass mir die Hände gebunden sind, dass man mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Ja. Was machen dann in solchen Situationen? Ich meine, ich bin ja so einer. Also, wir sind ja hergekommen und ich habe die deutsche Sprache ja nicht beherrscht. Mhm. Und das ist natürlich keine Kultur, sondern das ist einfach Armut. Mhm. Ich war weniger ich. Also wenn sie sich nicht ausdrücken können. Mhm. Und es reicht auch nicht, wenn sie einfach ein Zertifikat haben oder Mittelstufe Deutsch gelernt haben, Volkshochschule. Der Mensch lebt in der Sprache, nicht? Also das ist
sind Nuancen, das ist Humor, das ist zwischen den Zeilen, das ist Ironie. Wir Afghanen leben von Ironie und von Sprachspielen, von Dichtung. Wenn sie all das nicht sein können, dann sind wir weniger Mensch. Insofern gehört das konstitutiv so unserer eigenen Entfaltung, Selbstsein, dass wir das erringen. Und zum Glück auch die Menschen, die hierher kommen, sie haben auch etwas Erfahrung, gerade in ihrer, als Sozialpädagoge, dass die ja nicht total unwissend sind. Auch eine afghanische Familie, wie sie auch sein mag, was denkt sie sich? Natürlich, wenn sie nach Deutschland kommt, hat sie ein Bild davon, hat eine Erwartung. Das wird vielleicht nicht 100% einstimmen mit dem, was man weiß, aber wir leben in einer globalen Welt. Auch in Afghanistan ist man online. Insofern müssen wir, glaube ich, auch diese Menschen auch so respektvoll auch begegnen. Ich meine, respektvoll ist ja eine Sache, klar, man kann die respektieren, aber wie wirkt das auf den Menschen? Also welche Wirkung hat das auf einen, wenn er nicht das sein kann, was er möchte? Ich meine, zum einen haben Sie ja gesagt, dass es zu Krankheit führen kann. Was noch? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch mehrere Erscheinungsbilder auftreten können. Konsequenz ergibt sich dann auch in der zweiten Generation, aus der ich komme. Mein Vater zum Beispiel hat auch studiert in Afghanistan, ist hergekommen, das wurde nicht anerkannt. Jetzt ist er Taxifahrer. Das ist natürlich ehrenhaft, wenn man arbeitet und seine Familie ernährt, aber für ihn ist das bestimmt sehr demütigend gewesen, herzukommen und dann nicht weitermachen zu können. Und die Probleme trage ich auch in der zweiten Generation natürlich auch. Für mich war es auch nochmal schwerer, das alles aufzuarbeiten, was teilweise deutsche Familien am Frühstückstisch lernen. Das, was mein Vater noch nicht wusste, weil er hergekommen ist und seine Überlebensprobleme hatte, das musste ich mir dann irgendwann in der vierten und fünften Klasse aneignen, was die Kinder dann in der ersten Klasse hier teilweise schon verstanden haben. Das ist ein Problem, womit sich viele Leute oder weiß ich nicht, Unternehmen oder Firmen gar nicht, was sie sich gar nicht bewusst machen, dass wir gar nicht in derselben Ausgangslage sind. Auch wenn ich dasselbe Studium habe oder selbe Ausbildung habe, ich habe sehr viel mehr Hürden überstanden als ein anderer Mensch, ohne diese Probleme natürlich. Ich glaube, da muss auf jeden Fall erstmal mehr Förderung gegeben werden, was einfach sehr unfair ist. Das muss berücksichtigt werden und den Menschen muss eine Chance gegeben werden, ihre praktische Arbeit auch fortzusetzen. Weil ich meine, selbst wenn ein Mensch in Afghanistan ein Handwerk gelernt hat oder irgendwie studiert hat, dann sollte die Sprache ihn nicht komplett daran hindern, hier weitermachen zu können. Müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dass er trotzdem in seinen Beruf einsteigen kann. Learning by doing, das wird auch nicht lange dauern, sobald er erstmal in seinem Beruf wieder ist, in seinem gewohnten Umfeld. Es müsste eigentlich, diese Barrieren müssten eigentlich gebrochen werden. Herr Busch, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Kindern, die neu hierher gekommen sind, die teilweise jugendlich sind, teilweise aber auch etwas reifer, dass die ganz andere Werte und Normvorstellungen von zu Hause mit sich nach Deutschland bringen? Also das ist sehr unterschiedlich. Ich habe festgestellt, dass wir haben Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Schichten in Afghanistan. Sehr bildungsnahen Familien, wo die Jugendlichen auch mal in ihre Heimat schon aufs Gymnasium gingen und schon auf dem Weg waren, sich auf ein Studium vorzubereiten. Und diesen Jugendlichen fällt es leichter, ist mein Eindruck, sich hier einzufügen, auch in unser Schul- und Lernsystem, weil sie doch von zu Hause auch westlichere Werte vermittelt bekommen haben, offensichtlich, so stelle ich es oft fest, und dann auch leichter haben, mit der Barriere Sprache natürlich, hier wirklich auch anzukommen. Wir haben auch Jugendliche, die in ihrer Heimat gar nicht zur Schule gingen oder nur bedingt zur Schule gingen, die noch nicht richtig alphabetisiert sind, und die haben es auch entsprechend schwer, hier wirklich anzukommen. Die brauchen noch einen sehr viel längeren Weg und einen sehr viel längeren Atem, um es hier dann zum Schulabschluss, zu einem Schulabschluss zu kommen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also klar, viele sagen, dass sie zur Schule gegangen sind, aber Bildung ist ja nicht gleich Bildung. Haben Sie deren Verhaltensweisen gesehen, dass sie bestimmte Merkmale aufgewiesen haben oder Verhaltensweisen aufgezeigt haben, was negativ war? Nicht negativ. Vielen Jugendlichen ist von zu Hause aus anscheinend schon eine gewisse Haltung anerzogen worden und haben sie mitgenommen, nämlich dass Lernen und Bildung ein Wert ist. Das haben diese verinnerlicht. Wir haben auch Jugendliche, nicht unbedingt aus Afghanistan, die hier ankommen, die haben von zu Hause einen ganz anderen Auftrag mitbekommen. Nämlich nicht, wie viele afghanische unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sagen,
Mama, Papa, ich gehe jetzt nach Deutschland und ich mache was aus mir. Viele andere Jugendliche sind nach Deutschland geschickt worden, weil im Heimatland Armut herrscht. Die haben den Auftrag, arbeite, verschwende die Zeit nicht mit Schule oder sowas, sondern arbeite, hilf uns. Und ich denke, das sind die beiden großen Gruppen, mit denen ich so zu tun habe. Und das macht natürlich auch was mit der Identität dieser Jugendlichen. Ja, ich kann mir es auch schwierig vorstellen. Die können sich ja gar nicht entfalten. Also zum einen, weil die quasi von den Eltern darauf quasi getrimmt werden, werdet so, ihr müsst nach Deutschland kommen oder sonst wohin, holt Geld nach Hause. Mhm. Und zum anderen, wenn sie hierher kommen, können sie gar nicht das ausleben, beziehungsweise das gar nicht machen, was die Eltern von einem verlangen. Da sind doch schon extreme innere Konflikte vorhanden, oder nicht? Ja, weil diese Kinder und Jugendliche haben oft ganz stark traumatische Fluchterfahrungen gemacht. Und an sich müssten die hier erst noch mal wieder ein bisschen nachreifen, müssten hier noch mal wieder Kind sein dürfen, müssten das auch ausleben können. Und da der Druck von zu Hause oft sehr groß ist, wirklich Geld zu schicken, weil die Armut entsprechend groß auch ist, gelingt diesen Jugendlichen das oftmals nicht. Mhm. Herr Karimi, eine Frage an Sie. Einfach mal eine andere Frage, interessehalber. Sind Sie vielleicht Vorbilder für manche Jugendliche, die neu hierher kommen? Das kann ich kaum beantworten. Also ich selbst nicht, aber ich denke, mir ist auch viel Gutes widerfahren. Also ich bin natürlich ein Streber gewesen, glaube ich. Aber um in Deutschland auch Erfolg haben zu können, das reicht nicht. Sondern es, eine der Faktoren, warum ich jetzt diesen Weg einschlagen konnte, war, dass es Menschen war, die mehr gesehen haben als ein Flüchtling aus Afghanistan. Sie haben einfach den Menschen in mir gesehen, der einen suchenden Blick hat, der lernen will, der erfahren will. Und das waren meine Lehrer auf jeder Schule. Ich bin hier auf eine Hauptschule zuerst gegangen, habe einen Hauptschulabschluss gemacht und dann Berufsfachschule besucht, dann Realschule besucht und dann Gymnasium. Und überall waren eben Menschen, die mehr gemacht haben als das, was ihre Pflicht war. Mhm. Indem sie mir Bücher geschenkt haben, indem sie mich gefördert haben, indem sie mir mehr Hausaufgaben gegeben haben, mehr Raum gegeben haben zur Entfaltung. Aber es ist auch bei mir persönlich, ich kann es gar nicht verallgemeinern, auch meine Religiosität. Also immer dann, wenn man hoffnungslos ist. Also wir reden ja nicht über Ausreißer, dass sie einfach sagen, okay, oder Armuts- oder ökonomische Flüchtlinge, die kommen hier. Sondern vor allem sind das Menschen, die um ihr Leben rennen. Also afghanische Flüchtlinge zumindest, also sind diejenigen, die wirklich kommen, weil es Krieg herrscht. Und Krieg ist ja nicht einfach irgendein Faktor im Leben, sondern das ist zerstörend. Ich kenne keine einzige afghanische Familie, die nicht mehreren Menschen verloren hätte im Krieg. Und das sind nicht einfach irgendwelche Handys, die wir verlieren, sondern es sind Menschen. Die Narben bleiben. Wie kann ich damit umgehen, dass meine Schwester, meine Mutter, mein Onkel ja einfach getötet worden sind? Mhm. Erstens, ich kann keine Schuldigen dafür ausweisen. Für welche Partei in Afghanistan wollen Sie jetzt gerade stehen? Jemals. Zweitens, wie kann man damit leben? Entfernung von der Heimat, das kann man gut überleben. Man kann auch irgendwie woanders. Aber es ist nicht nur einfach irgendwie ein Stück Erde, Afghanistan, sondern das sind Gerüche, das sind Kulturen, das sind Friedhöfe von meinen Eltern, Großeltern, die ich jetzt seit über 20 Jahren nicht mehr besuchen darf. Das gehört zu meiner sogenannten Identität, die zerrissen wird als ein Flüchtling. Und wenn da in diesen Hoffnungen, um meinen Satz kurz zu Ende zu bringen, war mein Begleiter derjenige, der mir immer Hoffnung gegeben hat, das ist die Stimme des Korans. Immer dann, wenn nichts mehr ging, ja, was mache ich? Ich bete. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem auch den inneren Kraft gibt, so Stärkung für Demut, für Geduld, eine schöne Tugend im Islam und auch dieser Antrieb, für das Gute weiterhin zu kämpfen. Und ich glaube, das kann auch Religionen bei den Flüchtlingen heute auch eine sehr positive Art, ein Element sein für ihre Entfaltung und ihre Weiterarbeit. Würden Sie sagen, dass wenn Sie die Religion nicht hätten, dass Sie heute ein anderer Mensch wären? Ja, gewiss. Okay. Und ein viel schlechterer Mensch. Also ich weiß von mir, also weil Religion, also Religiosität ist ja nicht etwas irgendwie, keine Ahnung, wie man das sonst ein Bild davon hat. Religion ist etwas, was mir ein Lächeln verzaubert. Also wenn ich jetzt morgen Freitagsgebet verrichte, danach habe ich ein Lächeln, was ich vorher nicht habe. Das macht mich demütig und das ist schön. Also ich liebe das. Ich höre irgendwie raus, dass bei Ihnen beiden, dass Sie viel mehr damit zu kämpfen hatten, Ihre Identität aufzubauen, dass Sie vielleicht teilweise um ein Vielfaches mehr leisten mussten, als jemand, der zum Beispiel hier aufgewachsen ist. Mir selbst hat mal jemand gesagt, dadurch, dass ich jetzt in Deutschland lebe, wenn du ein Deutscher sein möchtest, musst du doppelt so viel Deutsch sein.
Ja. Das heißt, du musst doppelt so viel lernen, du musst doppelt so gut sein, du musst doppelt so gut die Sprache beherrschen. Ja. Und irgendwie finde ich das wieder in dem, was sie sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Also, um sie zu korrigieren, aufgewachsen sind wir ja auch. Also, beziehungsweise ich bin ja auch geboren. Das ist auch ganz witzig, weil ich mal draußen auf der Straße für einen Flüchtling gehalten wurde. Man muss, selbst wenn man hier geboren ist, und auch wenn ich kein Kopftuch getragen hätte, allein deshalb, weil man mich als Ausländerin erkennt, ich muss das Doppelte geben. Und es ist teilweise auch berechtigt. Mein Vater sagte mal irgendwie als Beispiel, wir haben uns Wer wird Millionär angeguckt und er hat über die ersten 5 Fragen geredet, die immer so leicht aussehen. Aber das auch nur für Menschen, die wirklich deutsch sind und am Frühstückstisch die deutschen Redewendungen benutzen und diese ganze Kultur kennen und deutsche Stars kennen oder ich weiß auch nicht. Er konnte die Fragen gar nicht so schnell lesen, wie sie da standen. Mag sein, dass es, weil es Deutsch war, auch auf Afghanisch hätte er es vielleicht besser gekonnt. Aber er hat mir auch gesagt, er meinte, ich würde das auch nicht schaffen, nicht weil ich blöd bin. Er hat ja seine Ausbildung gemacht und ist ein sehr belesener Mann. Aber er hat gesagt, allein weil ich nicht Deutsch bin, wirklich, weil uns eine Kultur fehlt, die mich diese Fragen nicht beantworten lässt. Und er hat mir gesagt, du wirst es auch nicht ganz schaffen, weil wir dir das am Frühstückstisch nicht beigebracht haben. Er meinte, deine Kinder würden es können. Deine Kinder könnten diese Fragen beantworten. Und das ist wirklich so. Uns fehlt ein wesentlicher Teil. Okay. Darf ich widersprechen? Also nur ganz kurz, gut. Behalten Sie bitte diesen Gedanken, denn wir sind jetzt fertig. Also wir sind der erste Teil der heutigen Folge ist jetzt zu Ende. Wir knüpfen direkt mit Ihrem Gedanken in der nächsten Folge weiter und da gehen wir auch weiterhin auf die Familie ein. Was passiert, wenn Eltern das Gefühl haben, dass die Kinder ihnen entgleiten, weil vielleicht zu viel Freiheit in dem Land, in dem sie leben, herrscht? Das alles und viel mehr mit meinen 3 Gästen sehen Sie dann bei der nächsten Folge von Afghanistan. Ich hoffe, dass Sie wieder einschalten, denn momentan war es schön, eine sehr interessante Diskussion und die werden wir auch fortsetzen. Schalten Sie das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Afghan ist an.